So, dann ist es mir eine große Freude, ziemlich gut im Zeitplan zu sein und unseren nächsten Redner anzusagen. Peter, ich hoffe, du kannst uns hören. Wir haben nämlich als nächstes jemanden von extern aus Innsbruck sozusagen zugeschaltet. Freue mich sehr. Peter Leo schätze ich deswegen unter anderem sehr, weil er, und das ist, glaube ich, auch für die Diskussion, die wir jetzt gerade haben, sehr erfrischend, sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven kombinieren kann. Er ist selber als Athlet erfolgreich gewesen im Bereich Laufen, im Bereich Triathlon genauso. Er ist selber Coach, hat leistungsdiagnostische Erfahrung, arbeitet im Bereich Radsport und hat sich eben auch wissenschaftlich mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt. Und meiner Meinung nach sind das genau die Leute, mit denen man dann die für solche Diskussionen ganz gut sind, weil sie eben diese verschiedenen Perspektiven vereinigen können. Und da wird es auf jeden Fall auch in seinem Vortrag drum gehen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, auch wie Peter das vielleicht auch in seiner Trainingspraxis nutzt, weil mir zugetragen wurde, dass er teilweise sogar bei seinen Radsportlerinnen und Radsportlern darauf verzichtet, im Wettkampf mit Powermeter zu fahren. Einen Ansatz, den ich auf jeden Fall sehr spannend finde. Peter, ich bin super gespannt. Ich hoffe, du konntest uns bisher gut verfolgen und ja, wir lauschen dir jetzt sehr gerne bei deinem Vortrag.